Hallo, grüße euch Paraguay Live. Heute werden wir über ein Haus, ein Familienhaus von knappen 150 Quadratmeter sprechen. Individuelle Bauweise. Bleibt dran, falls euch das interessiert. So, ich bin hier jetzt auf der Terrasse des Hauses. Es ist nochmal im Rohbauzustand. Aber wie gesagt, die Aussicht oder die Grundstücke kann man jetzt schon bewundern. Ich zeige auch euch einige Details, was das Haus angeht. Bleibt dran! So, fangen wir wieder bei Grundstücken an. Das ist das Neubaugebiet. Dahinter kann man da schon einige Häuser erkennen. So, hier gehe ich etwas rüber. So, von der Terrasse aus gesehen. So. So, einfach hier gedreht, damit das richtig live ist. So sehen die Grundstücke aus. So fange ich wie immer mit den Grundstücken an. Also wir bieten mindestens 720 Quadratmeter Grundstück plus eine Nutzfläche, sodass ihr ungefähr bei unserem Neubaugebiet auf ungefähr 900 Quadratmeter Grundstücksgröße kommt. So, dazu machen wir ein Haus, so wie in diesem Fall zum Beispiel, schlüsselfertig, wobei Riesenvorteil, Sie können auch wählen. Das heißt, die Farbe der Wände, die Inneneinrichtung und andere Sachen. Also, das ist Riesenvorteil, was ich sehe und was vor allem die Kunden sehen, also ihr seht. Das ist, wonach ihr oder die meisten von euch eben fragen, wie kann man das Haus gestalten? Da komme ich ja gleich dazu. So, im Moment ist es Rohbauzustand, da wie gesagt die Aussicht von dem Grundstück aus, beziehungsweise exakt gesehen vom Wohnzimmer aus. So, hier könnt ihr sicherlich die, beziehungsweise der Eingangsbereich vom Flur aus in das Wohnzimmer sehen. Das wird hochgezogen bis zum Dachstuhl, beziehungsweise bis zur Decke. So, und dahinter kann man natürlich die Kochnische erkennen. Ja, also, ich bin jetzt im Wohnzimmer. Das wird hochgemauert und dahinter ist die Kochnische und das wird Wohn-Essbereich links mit der Terrasse. Ja, das heißt also auch mit den bodentiefen Fensterelementen, wie man sieht, von der Küche aus und vom Wohnzimmer aus. Und da, ach, nochmal ein bodentiefes Fensterelement. So, hier gehe ich im Prinzip von dem Eingangsbereich vom Flur aus, gehe ich rechts in die Kochnische. Da seht ihr die Bögen, das wird alles Sichtmauerwerk werden. Geradeaus bleibt das Wohnzimmer und links genau das Gleiche. So, ich versuche euch hier nochmal die Bögen. So. Einfach, damit ihr
etwas erkennen könnt. So, das wird natürlich alles sauber gemacht, aber es sieht schon jetzt klasse aus. Also wie gesagt, praktisch links von mir, das wird sauber gemacht und es wird ein Sichtmauerwerk, also im Prinzip so wie Klinker. Und hier rechts wird alles verputzt. So, wir lassen das normalerweise jetzt weiß, damit das alles schön zusammenpasst. Die Decke wird eine Holzdecke sein und es wird schön zusammenpassen. Und ihr als Kunde könnt natürlich auch die Farbe der Wände wählen. Die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Hier bin ich nochmal draußen. Ihr seht ihn im Rohbauzustand, wie es hier aussieht. Stein auf Stein, ökologisch, alles Keramiksteine. Und dahinter auch die Terrasse, alles Materialien im Prinzip. Paraguayische Materialien, ökologisch und Preis-Leistungs-Verhältnis, was richtig top ist. So, viele von euch können sich ja natürlich kaum vorstellen, wie das Haus ja zum Schluss oder wenn es fertig ist, aussieht. Ja, ich kann mir vollkommen in eure Situation vorstellen, weil da hatte ich vorher auch null Ahnung. Deshalb werde ich euch einige Fotos zusammen, also sage ich mal von der Planung her, ja, hier präsentieren, damit ihr es ungefähr erkennen könnt, wie das Haus nachher aussieht. Also wie gesagt, es sind knapp 150 Quadratmeter mit 900 Quadratmeter Grundstück schlüsselfertig gemacht. Es bleibt natürlich auch immer die Möglichkeit, im hinteren Bereich bleibt genügend Platz, damit ihr eure Swimmingpool zum Beispiel oder halt eine Garage, Carport bzw. Grillbereich mit unserem Team weiter machen könnt. Ja, die Sache ist so, dass wir das Haus in sich inklusive Grundstück schlüsselfertig herstellen, damit die Kosten natürlich, viele von euch fragen über Kosten, und zwar Festkosten, inklusive Strom, Wasseranschluss und so weiter. Und das Haus wird schlüsselfertig gemacht, inklusive Hausanschlüsse, das heißt also Stromanschluss und Wasseranschluss, natürlich von uns. Es wird eine monatliche Gebühr geben, gar kein Problem. Falls ihr unabhängig sein wollt, kann man natürlich auch Tiefbrunnen bohren lassen, überhaupt gar kein Problem. Aber dazu komme ich im nächsten Video. Also, falls ihr Fragen habt, wie immer, anrufen. Die E-Mail gebe ich unten drunter. Unsere Kontaktdaten, unser Team steht wie immer zu eurer Verfügung. So, also vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Das Video vor allem teilen, falls bei euch in der Familie oder unter Bekannten natürlich Paraguay-Liebhaber gibt's. Und auch das Video bitte über Facebook, Twitter, Instagram einfach teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt immer gesund und immer mit einem kleinen Lächeln im Gesicht. Ich grüße euch ganz herzlich aus Piribui beim schönen Wetter. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video und vergiss nicht, die Kommentare, eure Fragen im Prinzip unten in den Kommentaren oder halt per WhatsApp bzw. per E-Mail zu stellen bzw. zu schreiben. Mach's gut, bis dann, ciao, ciao.